Liberal, mit diesem Test kannst du herausfinden, welche Position du in der Politik einnimmst. Jo. Falls ihr den Test auch machen wollt, Link ist in der Videobeschreibung oder auch an den angepinnten Kommentar von mir. Ja. Und dann könnt ihr auch gerne euer Ergebnis in die Kommentare schreiben. Thema Drogen. Jeder muss das Recht haben, sich sein Gift auszusuchen. Betrifft mich überhaupt nicht. Drogen sind schlimm und nicht ohne Grund verboten. Der Mensch sollte alles aus der Natur konsumieren dürfen. Auch Zigaretten und Alkohol schaden Menschen zu sehr und sollten deshalb verboten werden. Ich bin der Meinung, dass jeder das Recht haben soll. Also jeder soll das Recht haben, selber zu entscheiden, was er konsumiert. Also das Obere. Schwulenehe, ich muss das nicht akzeptieren. Das müsst ihr akzeptieren. Ja, nein. Ja. Jeder nach seiner Fasson. Ich persönlich selber bin nicht homosexuell, aber wer homosexuell ist, bitte, soll sich ausleben dürfen. Und sollte natürlich auch die gleichen Rechte und Schwule sollten natürlich auch die, also Homosexuelle sollten genau die gleichen Rechte haben wie nicht homosexuelle Paare. Das ist ganz klar. Freiheiten von Minderheiten durch Gesetze, die offen die Meinungsfreiheit verletzen, schützen. Freiheiten von Minderheiten durch Gesetze, die offen die Meinungsfreiheit verletzen, schützen. Also die Minderheiten verletzen die Meinungsfreiheit. So verstehe ich die Frage. Ja, auch natürlich, deren Freiheiten sollten geschützt werden. Das Leugnen bzw. das Hinterfragen geschichtlich fragwürdiger Ereignisse unter Strafe stellen oder nicht. Das Leugnen. Ich glaube, das ist so Thema, so Beispiel Holocaustleugnung. Zum Beispiel Holocaustleugnung ist das, glaube ich, darauf zieht die Fragen hinaus, denke ich mal. Also manches, also zum Beispiel Holocaustleugnen, nein, das sollte definitiv unter Strafe gestellt werden. Auch zum Beispiel, ja, was heißt Klimawandel leugnen? Wenn man so Fragen hat, halt so ein Thema, sollte man schon die Fragen stellen, wenn man nicht weiß. Aber leugnen. Ein zweischneidiges Schwert, aber ich würde sagen, grundsätzlich eher mehr ja. Tatsächlich. Die Freiheit von Gruppierungen religiös und/oder Wahnsinnigen beschneiden, die versuchen, anderen ihre Freiheit und Rechte zu nehmen. Gruppierungen. Tatsächlich ja. Also wer anderen wiederum die Freiheit nimmt, sollte halt auch dafür halt bestraft werden. Quasi, ja. Ich fühle mich verpflichtet, die Freiheiten von Menschen, Gruppierungen zu schützen, die mich weder betreffen noch interessieren. Unter der Prämisse, dass sie niemanden schaden. Ja, nein. Verpflichtet, Freiheit von Menschen.
Na, natürlich unter der Prämisse, dass die halt niemanden schaden. Waffengesetze. Kontrolliert, so wie sie aktuell sind, strenger. Jeder sollte eine Waffe besitzen dürfen. Ich finde, die Waffengesetze in Deutschland sollten, ja, kontrolliert. Oder vielleicht ein bisschen sogar noch strenger sein. Definitiv nicht so wie in den USA, dass jeder mit einer Waffe rumlaufen soll oder darf. Religionsfreiheit. Klar, warum nicht? Kontrolliert aber ja, um Freiheiten zu schützen. Nein, sie fügen nur Schaden zu und hinterlassen meist eine Schneise der Verwüstung. Ja, warum nicht? Militär, ja bitte mehr. Ein notwendiges Übel, um unsere Freiheit zu schützen. Nein, auf keinen Fall. Ja, ein notwendiges Übel halt, leider. Überwachung extremistischer Bewegungen, rechts, links, religiös und oder wahnsinnig. Ja, nein, nicht alle dieser Gruppen. Ja, definitiv, denn die Überwachung solcher extremistischer Bewegungen, Gruppierungen, ja, schützen halt unsere Freiheit wiederum. Flüchtlinge. Ja, aber kontrolliert, das heißt hartes Durchgreifen im Fall von kriminellen Migranten oder Einwanderern, die bei der Einreise zu persönlichen Daten gelogen haben. Nein. Ja, wie könnten wir diesen Menschen Hilfe verwehren? Also Flüchtlinge, ja, kontrolliert, aber kontrolliert. Abschiebung. Im Kriminalfall unter allen Umständen. Sicheres Herkunftsland hin oder her. Ja, nein. Abschiebung definitiv im Kriminalfall. Ja, definitiv. Ja. Liberal. Du bist allerhöchstens so liberal wie die FDP. Leider bist du eine Gefahr für Freiheiten. Aha. Die FDP ist also nicht liberal oder was? Kann bestimmt nur so von einem AfD-Wähler erstellt worden sein, dieser Test. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, das ist mein Ergebnis. Schreibt gerne eure Meinung. Schreibt gerne euer Ergebnis in die Kommentare. Wie gesagt, falls ihr den Test auch gemacht habt, der Link zum Test ist in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und ja, bis demnächst und ciao.